So, in diesem Video soll es einmal darum gehen, wie man denn die Integrale oder die Funktionen, die man integrieren möchte, wie man die kombinieren kann und wie sich das Integral mit Addition und Multiplikation verhält. Ja, wie es sich dazu verhält. So, also was ist das Problem? Also hier habe ich die Funktion f von x ist Cosinus von x. Ja, haben wir schon gesehen, wenn man das Integral von 0 bis Pi halbe hier betrachtet, das ist Pi halbe. Ja, und wir also diese Fläche hier betrachten, dann haben wir rausgekriegt, diese Fläche hat den Flächeninhalt 1. Was nicht so offensichtlich ist, aber wir haben es halt rausgekriegt. Ja, das ist also ein schönes Ergebnis. Und hier ist eine ähnliche Funktion. F von x ist irgendwie ein halb Cosinus x. So, jetzt ist die Frage, welche Fläche haben wir denn jetzt hier? Ja, die Vermutung ist, dass es wahrscheinlich die Hälfte der Fläche ist, weil die Funktion da quasi nur halb so hoch ist. Das wäre fürchterlich plausibel, aber man muss ja kurz mal drüber nachdenken, ob das auch wirklich so ist. Ja, und hier habe ich eine andere Funktion, das ist f von x, das ist einfach Cosinus von x plus 2. Ja, da würde man vermuten, wenn ich hier wieder bis Pi halbe gehe, dass das ungefähr hier Pi halbe, naja, dass das irgendwie die Fläche ewig größer ist. Sie ist nicht skaliert mit einem Faktor, sondern sie dürfte sich um den Wert Pi erhöht haben. Aber das müssen wir im Prinzip erstmal haben oder diese Rechenregel müssten wir haben. Ja, warum Pi? Weil ich hier Pi halbe habe und ich habe hier die Höhe 2. Wenn ich das hier mal so ganz Pi mal Daumen einmale, ja, dann sehen wir dieses Rechteck, was quasi dazu kommt. Diese Fläche kennen wir schon, diese Fläche müsste 1 sein. Und diese Fläche, die hier Pi halbe in der Breite hat und 2 in der Höhe, die hat natürlich genau den Flächeninhalt Pi. Also der Flächeninhalt müsste 1 plus Pi sein. Ja, müsste sein, wissen wir aber noch nicht. Ja, zum Glück haben wir einen Satz dafür, der uns diese Sache löst. Ja, der Satz ist wie folgt: sein f und g, zwei Riemann integrierbare Funktionen auf unserem Lieblingsintervall von a bis b. Ja, und außerdem haben wir noch zwei Skalare, also Alpha und Beta sollen einfach irgendwelche Zahlen aus R. Ja, dann ist auch die Funktion Alpha mal f plus Beta mal g eine Riemann-integrierbare Funktion auf diesem Intervall. Und es gilt, ja, also Riemann-Integrierbarkeit ist dann also auch gegeben. Und natürlich gilt dann jetzt die Rechenregel, auf die wir gehofft haben, das Integral von a bis b und dann diese komplizierte Funktion Alpha mal f plus Beta mal g von x jeweils natürlich dx ist dasselbe wie, und jetzt kommt das Schöne, also so ein Skalar wie Alpha kann man einfach aus dem Integral rausziehen. Das ist einfach Alpha mal, jetzt das Integral von a bis b, f von x dx. Und dann erkennt man schon, okay, hier habe ich so ein Plus. Ja, zwischen diesen beiden Funktionen, auch das kann man auseinanderziehen. Das heißt, man kann daraus zwei Integrale machen. Ja, plus Beta mal Integral von a bis b, g von x dx. Ja, da passiert also keine Zauberei. Die Rechenregel ist also so, wie man sie sich wünschen würde. Man hat so ein Skalarenwert, kann man also rausziehen, ohne dass man ein Problem hat. Man hat hier vielleicht ein Plus zwischen zwei Funktionen. Na, macht nichts, wir können die Flächen unabhängig voneinander berechnen. Ja, was ich ja hier quasi auch schon angedeutet habe. Hier habe ich ja die Funktion, also eine Funktion ist ja hier Cosinus, die andere Funktion ist konstant 2. Ja, dann berechne ich quasi zwei Flächen. Eine Fläche ist halt diese Fläche, ja, wo ich ja sehr schnell herausgekriegt habe, das müsste wohl den Flächeninhalt Pi haben. Und ich habe hier diese rote Fläche. Ja, und das ist der Flächeninhalt, von dem wir schon wissen, dass er 1 ist, weil er nämlich identisch mit dieser Fläche ist. Und hier habe ich eine Funktion und ich habe ein Skalar davor. Das ist also quasi auch wieder die rote Fläche, aber die Höhe ist jedes Mal halbiert. Wunderschön. Dann ist diese Fläche tatsächlich nur halb so groß wie die da. Ja?
Wie kann man das dann einsehen? Also ich mache den Beweis jetzt nicht, die mache ich in einem anderen Video, aber die Idee ist natürlich, und die ist nicht so sonderlich schwer, dass man da einfach sagt, oh, gucken wir uns doch mal zum Beispiel doch mal die guten alten Untersummen an. So, wenn ich hier diese Untersumme ist, wenn ich so eine Zerlegung bilde, ja, dann habe ich hier mein Rechteck, was ich bei der Untersumme habe. Das ist toll. Wenn ich dieselbe Rechteck oder dieselbe Zerlegungsbreite hier habe an dieser Stelle, das heißt denselben Zerlegungspunkt, dann habe ich hier natürlich auch ein, ups, das ist ein bisschen schief. Dann habe ich hier natürlich auch eine Funktion, eine Funktionshöhe, ja. Aber ich nehme ja wieder dasselbe Intervall und die Funktion, die ich jetzt hier betrachte, ist nur halb so hoch. Das heißt, das Infimum ist hier auch nur halb so hoch. Das heißt, diese Höhe von diesem Rechteck hier ist natürlich nur so halb so hoch wie die Höhe von diesem Rechteck. Und weil wir das ja für alle machen und wir das Ganze in den Grenzwert schieben, und Grenzwerte ja auf lineare Skalare ja auch irgendwie ganz harmlos reagieren, kann man das alles rausziehen. Ne? Man kann also so einen Skalar eben halt auch bei der Integralrechnung problemlos rausziehen und es ist absolut konform mit unserer Intuition. Und hier ist es genau dasselbe wieder auch in Grün. Ich habe ja quasi, ich mache hier dieselbe Zerlegung, ja, also das ist das erste Intervall hier, da habe ich wieder dieselbe Höhe, dort habe ich also wieder dasselbe Rechteck. Ja, nur für diesen Teil und für die andere Funktion habe ich halt ein anderes Rechteck. Ja, die haue ich aus der anderen Zerlegung. Ja, also von daher passiert da überhaupt nichts Schlimmes und der Beweis ist auch eher nur technisch. Die Idee des Satzes ist sozusagen eine wunderschöne, ganz einfache und ist auch fürchterlich nützlich, wenn ich jetzt also zum Beispiel eben halt ausrechnen möchte, dass, ob da jetzt nicht mehr als Linie, sondern bitteschön das Integral von 0 bis Pi halbe. Und jetzt war das ja 1/2 Cosinus von x dx. Dann brauche ich nur noch 1/2 und dann das Integral von 0 bis Pi halbe ausrechnen. Cosinus von x dx. Und das hatten wir ja schon ausgerechnet. Das ist also 1/2 mal 1. Ja, das ist also ganz easy. Und dann können wir also solche Skalare locker rausziehen. Und für den zweiten Fall, was wir da hatten, von 0 bis Pi halbe, das Integral von 2 plus Cosinus von x dx. Naja, da muss ich jetzt eben halt zwei Integrale draus machen. Einmal das Integral von 0 bis Pi halbe. Und dann habe ich hier die 2 mal 2 dx plus das Integral von 0 bis Pi halbe Cosinus von x dx. Ja, aus dem hinteren Integral mache ich keinen Zauber mehr. Da weiß ich, da wissen wir schon, dass das 1 ist, aber das vordere Integral, da habe ich die konstante Funktion 2. Wenn ich da die Stammfunktion suche, ist das einfach die Stammfunktion, dann einfach, die Stammfunktion ist hier 2x. Ja, wenn man 2x ableitet, kriegt man ja 2. Also muss ich hier 2x in den Grenzen von 0 bis Pi halbe haben. Plus, da weiß ich schon, dass es 1 ist. Naja, und dann ist es nicht mehr schwer. Dann kommt da raus 2 mal Pi halbe minus 2 mal 0. Natürlich in Klammern, durch Klammern nicht vergessen. Plus 1. Und das ist dann Pi plus 1. Ja? Also so wie auch erwartet. Ja, die Rechenregel ist konform mit unserer Intuition. Das ist immer eine schöne Sache.